Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Pokémon-Freunde. Hier ist wieder euer PokéScout24 mit einem neuen Pokémon-Video. Ich bin heute Giga im Stress, deswegen entfällt auch der Teambuilding-Teil. Ich habe euch das Team hier reingepfeffert. Guckt es euch an, drückt auf Pause, pausiert das Video und schaut euch an, was wir heute so mitnehmen, wenn wir gegen das Team RB Kopflos Thorsten alias Max den zweiten spielen. Ja, ich denke, das Team hat jetzt jeder gesehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Kampfteil wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir beim Kampfteil, meine Damen und Herren. Und ihr seht es schon, es ist Pokémon Showdown, weil wir es einfach nicht hinbekommen haben, seine Einstellungen zu fixen. Irgendwas funktioniert da einfach nicht. Dementsprechend müssen wir jetzt leider auf Showdown spielen, aber das machen wir jetzt halt eben. Let's go. Ich bin auch sehr, sehr im Stress. Deswegen starten wir hier einfach mal volle Kanone rein. Und ich glaube, wir leaden hier mit unserem Coco. Er sollte eigentlich immer ein ganz guter Lead sein. Mal gucken, wofür er sich entscheidet. Für Jolteon. In Ordnung. Das ist in Ordnung. Auf Jolteon. Wir können entweder jetzt U-Turn oder direkt in unser Biestchen reingehen. Würde ich jetzt davon abhängig machen, wie viel uns ein Specs Jolteon macht. Gucken wir mal kurz. Choice Back sollte er uns mit einem Volt Switch. Er macht uns halt soliden Damage, ne? Ich glaube, wir gehen hier wirklich einfach straight in unser Typ 0. Ja, das machen wir. Genau, Volt Switch. So, er macht uns damit guten Damage. Bringt uns auf 159 runter. Damit können wir jetzt schon eigentlich sehen, ob er Specs ist. 21%, kann Spec sein, ja. Auf jeden Fall Damage Boosting Item. Kann auf jeden Fall Spec sein. Ich gehe auch davon aus, dass es Specs ist. Jo, er geht in Mamo. Und auf Mamo haben wir gar keine Lust. Ich glaube, wir gehen jetzt tatsächlich in unser. Er könnte Knockoff drücken, ne? Wenn er jetzt Knockoff drückt, ist unser Evolit weg, das ist blöd. Aber wenn unsere Zitrusbeere weg ist, ist das noch viel blöder. Riskieren wir jetzt schon hier den Evoliten zu verlieren? Das ist die Frage. Wenn der Evolit weg ist, dann sind wir absolut kein guter Switchin mehr in Sylveon. Dann sind wir auch kein guter Switchin mehr in Jolteon und Boreos auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob uns so eine großartige andere Wahl bleibt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, den müssen wir jetzt hier fressen. Weil wenn der, also denn ich bin mir sicher, dass der Nock kommt. So. Und wenn der jetzt kommt, dann, ja, da kommt er. Das ist ärgerlich. Aber mussten wir eingehen. Mussten wir eingehen, ist halt blöd, aber müssen wir nun mal eingehen. Und jetzt gehen wir hier in unser Slowking und drücken Teleport, I guess. I guess Teleport, ne? Teleport ist es ja. Er wird hier nicht drin bleiben und sich ein Scald oder so fangen wollen. Glaube ich einfach nicht. Das glaube ich einfach nicht. Genau, sondern er geht stattdessen in Chansey. Wir teleporten hier raus. Und setupen wir uns jetzt einfach mal ganz frech. Setupen wir uns jetzt und zeigen ihm das damit direkt. Weil was will er denn machen? Ich meine, klar, er könnte unseren Sub brechen. Das könnte er tun. Wird er das tun oder wird er dann nicht doch eher Rocks legen? Oder einfach rausgehen? Das ist halt jetzt die Frage, Äffchen oder Kügelchen? Mit Äffchen bauen wir Druck auf. Ja, ich glaube, wir wollen erstmal noch ein bisschen Chip verteilen. Erstmal wollen wir noch ein bisschen Chip verteilen. So, und deswegen gehen wir jetzt auf das Äffchen und gehen auf die U-Turn. Wir U-turnen jetzt hier in irgendwas rein. Weil er kann hier mit Chansey nicht drin bleiben. Kann er doch nicht, oder? Nee, kann er nicht. Wenn der CC dann kommt, dann ist halt vorbei. Vorbei mit Chansey. Und ich weiß nicht, ob er das schon riskieren will. Ich weiß nicht, ob wir hätten Setup fahren sollen mit Darmanitan. Aber ich glaube einfach, irgendwie hat mir mein Bauchgefühl gesagt, dafür ist es jetzt gerade noch zu früh. Ja, er geht in Flygon. Wir drücken U-Turn. Und er hat den Rocky Helmet. Okay.
Okay, er hat den Rocky Helmet. Interesting. Interesting. Ja. So, dann gehen wir als nächstes wieder in Slowking. Wir sind vollkommen physisch defensiv. Was will er uns machen? Und wollen wir was toxicen oder gehen wir wieder auf den Teleport? Oder drücken wir eventuell sogar Scald? Nee, wir könnten den Icebeam haben, da muss er raus. Wir gehen wieder auf Teleport. Ja, genau. Genau, wir bleiben hier bei der Switch Advantage. Wenn er jetzt wieder in Chansey geht, dann können wir gucken, wie wir das machen. Er hat auf jeden Fall Bronzong nicht dabei, das ist ganz angenehm. Weil Bronzong noch zusätzlich wäre halt echt wirklich ärgerlich gewesen. Genau, wir teleporten, wir gehen in Coco, das sollte sich hier von selbst verstehen. Und jetzt ist halt die Frage, Jolteon, hast du Volt Absorb? Ja, du hast sogar, Jolteon hat Volt Absorb, das wusste ich nicht. Hoppala, hoppala. Ja, Wedrige gehen hier auf U-Turn. Ja, okay, in Chansey kannst du auch gehen. So, wir gehen auf die U-Turn. Und jetzt setupen wir uns, glaube ich, einfach mal. So, wir versuchen jetzt hier unseren Sub. Der geht auch durch. Das ist gut. Jetzt drücken wir Belly Drum. Gucken, was er macht. Eigentlich kann er angreifen, einfach stumpf. Macht er doch, ne? Ja, Earthquake, genau, bricht unseren Sub. So, wir gehen auf Fire Punch. Killen ihn. Kriegen allerdings Damage, Damage. Aber Flygon ist schon mal weg. Das Problem ist, jetzt geht er halt in Memo und killt uns mit dem Eissplitter. Deswegen bisschen früh für Setup eigentlich, aber habe jetzt auch keine Lust hier die ganze Zeit so rumzupivoten, nur weil damit gewinnen wir auch nicht sonderlich viel. Genau, er geht in Memo und ich glaube, wenn er jetzt in Memo geht, ich meine, er muss auf den Ice Shard gehen. Und den Ice Shard leben wir dank des Rocky Helmets von Flygon nicht mehr. Wir waren so investiert, dass wir auf jeden Fall ein Leben. Ich kann mal noch mal kurz gucken. Damanitano. Du bist bei 15 KP noch, ne? Das sind 80%. 80, das wäre schön. Das sind 8% und Memo macht uns halt 21 bis 25. Ja, das können wir vergessen. Nee, dann killt er uns jetzt halt, dann ist das so. Dafür gehen wir jetzt in unser Äffchen rein. Wir gehen jetzt in unser Äffchen rein. Das sollte Memo auf jeden Fall rausnehmen. In was könnte er sonst noch gehen? Er könnte in Tornadus maybe gehen, um die Kampfattacke, die ganz, ganz offensichtliche Kampfattacke jetzt abzufangen. Und das könnten wir predicten, indem wir Rock Slide drücken. Ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, das machen wir auch, weil er kann hier Memo nicht wegwerfen. Memo ist noch so ein gutes Pokémon. Eigentlich kann er das hier nicht wegwerfen. Ja, eigentlich muss er hier in Torn gehen, um den CC abzufangen. Er geht in Sylveon. Okay. Wir müssen den Rock Slide. Okay, cool. Ja. Nice. So, wir gehen in Typ 0. Ja, er protected. Soll er machen. Ja, wir versuchen ihn jetzt hier zu flinchen. Wir gehen auf den Iron Head. Wenn er drin bleibt. Ich meine, er hat uns unseren Evoliten weggenockt, was ziemlich ärgerlich ist. Okay, jetzt geht er auf Protect, um zu scouten. Er sieht den Iron Head. Kann da aber auch eigentlich nicht wirklich was großartig reinwechseln, ne? Also was will er in den Iron Head großartig reinwechseln? Wir gehen nochmal für Iron Head. Wir hätten jetzt mit Rock Slide maybe Taunt predicten können. Das bringt uns aber alles eigentlich nicht sonderlich viel. Da bin ich ehrlich. Wir hätten U-Turn drücken können, um genau um das Chansey abzufangen. Müssen wir aber auch nicht. So, wenn wir jetzt, wir können jetzt auf die U-Turn gehen. Er könnte entweder auf Teleport oder könnte jetzt seine Rocks kriegen. Beides ist blöd für uns, bin ich ehrlich. Er geht auf die U-Turn, machen ihm noch ein bisschen Damage. Jetzt ist die Frage, geht er auf die Rocks? Geht er auf die Rocks? Ich meine, die können wir mit ihm hier defoggen.
Wir haben die Fog dabei, so ist es nicht. Das Äffchen oder das Blitzchen, wer von den beiden ist es jetzt? Wer von den beiden ist es jetzt? Ah, das läuft alles nicht so geil. Ich glaube, das Blitzchen ist es jetzt. Genau, wenn jetzt die Rocks kommen. Genau, jetzt kommen die Rocks. Die Rocks habe ich eher semi-Bock. Die defoggen wir jetzt einfach weg. Ich meine, im Prinzip waren die Rocks extrem bad für Darmanitan, aber so viel wie hier. Und der ist tot, ne? Aber so viel wie wir hier rumwechseln. Auch nicht großartig Bock auf Rocks. So. Ja, jetzt kannst du doch einfach for free auf Teleport drücken. Ne? Ja, da gehen wir auf U-Turn. Genau, jetzt kannst du for free auf Teleport gehen. Ich gehe in Durengard, I guess. Und du gehst dann in Memo. Und triggerst unsere Weakness Policy, please. Was? Er geht nochmal auf die Rocks. Okay. Ja, aber. Hä? Hä? Okay, wenn du meinst. Wenn du meinst. Gut, was ist dann jetzt dein Plan? Close Combat gut gegen alles, ne? Außer halt Thorn. Ja, komm, wir CC'n eine Runde. Okay, jetzt geht er in Sylveon. Macht natürlich nicht viel. Ist aber risky, da in Sylveon zu gehen, ey. Wenn ich auf den Iron Head gegangen wäre. Hätte ich vielleicht auch einfach mal machen sollen. Ja, er wird doch protecten, dann können wir King shielden. Und generell mal angucken, was er macht. Nee, okay, er geht auf den Shadow Ball. Das ist aber eigentlich. Eigentlich triggerst du damit genau unsere Weakness Policy. Das ist eigentlich genau, was wir wollen, ne? Ist das okay sogar? Nee, ich glaube, das ist gar nicht so okay. Wir gehen in Typ 0. Ja, genau. Und resten wir jetzt? Oder gehen wir direkt auf die U-Turn? Ich glaube, wir gehen direkt auf die U-Turn, ne? Weil er geht doch jetzt wieder in. Ich habe keine Ahnung, was er geht. Ich bin so lost heute in diesem Match. Es ist alles irgendwie ein bisschen seltsam. Wie gesagt, ich bin auch mega im Stress wegen Urlaubsvorbereitung. Wir fliegen morgen früh. Iron Head. Ist es Iron Head jetzt? Er hat den Iron Head schon gesehen. Er wird rausgehen. Den hat er schon gesehen. Ja, wir gehen auf U-Turn. Ah, wir hätten resten sollen. Verdammt. Wir hätten resten sollen. Wir hätten resten sollen, I guess. Wir hätten auch jetzt resten können, ey. Ich spiele das hier zu unkonzentriert. Bin einfach mit meinen Gedanken nicht da. Genau. Jetzt kann er for free Shadow Ball drücken. Ja. Aber soll er machen, I guess, weil wir sind schneller. Glaube ich. Wir müssten schneller sein. Warte nochmal, Sylveon. Sylveon, du bist auf gar keinen Fall hart offensiv. Und ich sag mal, in der Shield-Form machst du uns mit einem Shadow Ball. 35% ist halt nichts, ne? Das ist halt nichts. Eigentlich kann ich jetzt meine Weakness Policy triggern lassen. Komm, drück mir den Shadow Ball. Ne, er drückt mir den Wish. Okay. Okay. Ja, aber jetzt sind wir schneller. Jetzt sind wir schneller. Wie viel kriegen wir denn in der Blade-Form von dem? Ja, das ist schon was ganz anderes, ne? Ah, schon wieder nicht so gut. Schon wieder nicht so gut. Wen könnte er denn jetzt hochwischen? Hat er irgendwas low? Not really. Not really. Wir könnten auch für den Flinch gehen. Aber ganz ehrlich, ich brauche den Jungen hier eigentlich noch. Komm, ich gehe nochmal zurück in Typ 0. Es ist alles irgendwie nicht so geil, was wir hier spielen.
Aber okay. Gut, sein Wish geht halt komplett ins Leere. Soll er machen. Jetzt resten wir. Komm, mach den Moonblast. Mach den Moonblast. Der ist in Ordnung. Der ist in Ordnung. Er macht nochmal den Moonblast. So. Kriegen den Spezialangriffsdrop. Der ist aber egal. Jetzt flinchen wir dich. Hoffe ich mal. Nee, okay, wir flinchen ihn nicht. Jetzt protected er. Darauf hätte ich auch wieder resten können. Aber das Resten bringt uns halt nicht so viel, ne? Ich meine, ich gehe jetzt einfach für die Flinches. Wir kriegen sie nicht. Okay. Ist okay. Ist okay. Bin ich ehrlich, ist okay. Jetzt gehen wir hier in Aegislash. Und greifen ihn einfach volle Hütte aus an mit einem Iron Head. Wir greifen ihn jetzt einfach volle Hütte an. King shielden wir jetzt. Wir sind eh schneller. Wir sind doch schneller als das Sylveon, ne? Ja, wenn er nicht investiert ist, sind wir schneller. Das war eigentlich gut gedacht, könnte jetzt aber blöd sein. Ja, komm, Iron Head, wir hoffen, dass du stirbst. Ansonsten kriegt irgendetwas anderes guten Damage. Nee, nee, wir killen ihn. Perfekt, perfekt. Genauso sollte das hier im besten Fall laufen. Er geht in Torn. Er geht in Torn. Okay. Nein, darauf kann er doch jetzt Nasty plotten. Darauf kann er doch jetzt Nasty plotten. Da habe ich zu schnell gedrückt. Ja, genau, darauf kann er ja Nasty plotten. Ach, das ist doch Mist, ey. Das ist doch Mist. Auf den Nasty Plot hätten wir angreifen müssen. Egal. Sagt mir einfach irgendwie, dass eine plus 2 Heatwave oder eine plus 2 Dark Pulse nicht killt. Nein, der killt. Super. Super, das läuft hier alles richtig, richtig, richtig blöd. Das läuft hier alles richtig blöd. So. Ja, jetzt geht er raus. Da defoggen wir drauf. Genau. Ja, jetzt drücken wir Discharge. Er drückt wieder die Rocks. Ja, wir verlieren das hier. Wir verlieren das. Ich drück nochmal Defog. Das war nicht gut gespielt mit dem King Shield auf den Nasty Plot. Ich wusste doch, dass er Nasty plottet, habe aber einfach nicht drauf reagiert. Das war nicht gut. Das war nicht gut. So. Jetzt ist er allerdings auf Teleport gegangen. Wäre cool, wenn er jetzt mit Memo reingeht. Ne, er geht mit Jolteon rein. Das kann er auch machen. Das ist vollkommen fair. Im Zweifel wird er schneller sein. Wir können U-Turn drücken, ne? Ja, genau. Und jetzt gehen wir in das Äffchen. So. Jetzt gehen wir in das Äffchen. Und jetzt. Drücken wir. Warte mal. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Unser Äffchen ist immer noch sehr, sehr gut. Er ist immer noch sehr, sehr gut. Rock Slide. Wie viel macht Rock Slide gegen so ein handelsübliches Mamoswine? Gegen so ein handelsübliches Mamoswine machen wir mit Rock Slide verdammt wenig Damage. Wir machen verdammt wenig Damage. Wir müssen eigentlich schon fast für ein CC gehen. Die Frage ist, wie viel machen wir denn auf ein Tornadus Therion? Wir machen auf Torn mit einem CC 37 bis 44%. Wir two-hitten ihn auf jeden Fall nicht. Mit einem Knock-Off treffen wir allerdings alles gut. Und ich glaube, wir können hier auch für den Knock-Off gehen. Oder? Ja, ich glaube, wir gehen hier für den Knock-Off. Ich glaube, wir gehen hier für Knock. Was
weiß auch nicht, ob Nock jetzt wieder der richtige Play war. Aber wir gehen hier einfach auf den Nock. Oder hätte ich jetzt einfach mal CC'en sollen? Aber auf den CC kommt Thorn halt so free rein. Aber er bleibt drin. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, weil, also drin bleiben war, glaube ich, einfach sein schlechtester Play. Es sei denn, er wollte einfach sehen, worauf wir uns locken und war bereit, Chancey hier wegzuwerfen. Okay, so jetzt geht er in ihn hier. Aber das ist okay. Das ist okay. Weil den scalden wir doch, oder nicht? Scalden wir den nicht? Den scalden wir doch. Ja, das ist okay. Oh, wir critten ihn. Belastend. Aber wir haben 114. Wie viel hat er uns denn jetzt runter drauf gemacht? Wenn wir immer noch die Citrus Berry, 56%. Thorn macht uns mit einem Dark Pulse 37 bis 44. Das passt. Ja, das war eine sehr gute Roll für ihn. Und das passt. Kein Damage-Boosting-Item, kein gar nichts. Wir scrollen nochmal, glaube ich. Ja. Oder hätten wir teleporten sollen? Ich glaube, im Zweifel hätten wir teleporten sollen. Auf die U-Turn. Aber die Roll war halt so, dass er auch einfach nochmal hätte Dark Pulse drücken können. So, ne? Hätte er machen können. Hätte er wirklich machen können. So, jetzt gehen wir wieder in das Äffchen. Ist klar. Kommen wir mit Coco überhaupt nochmal in Rocks? Berechtigte Frage gerade. Kommen wir mit Coco nochmal in Rocks? Schwierige Geschichte. Schwierige Geschichte. Wenn er jetzt Rocks legt, wäre das gut für ihn. Nee, er geht auf Teleport. Er geht auf Teleport. So, aber er kann jetzt nichts reinwechseln, was wir nicht umböllern. So, wir sind Scarf. Er geht in Torn. Okay. Er geht in Thorn, aber Thorn ist nicht Scarf. Thorn ist Nasty Plot. Wir drücken Rock Slide und killen Thorn. Wenn es gut läuft. Selbstverständlich, wenn es gut läuft. Und wir die Rock Slide treffen. Dann killen wir hoffentlich halt dieses Thorn. Wir killen Thorn nicht. Aber wir flinchen ihn. Oh Gott, okay. Das war gut, 30% sind 30%. Das war wichtig. Das war wichtig, weil dieses Thorn ist gar nicht mal so unbulky. Ja, gut, er muss rausgehen, ist klar. Er geht in Chansey. Chansey kriegt guten Damage. Chansey legt jetzt Rocks oder wird auf Softboiled gehen. Im Zweifel wird Chansey auf Softboiled gehen. Wir versuchen ihn davon abzuhalten, indem wir ihn flinchen. Weil jetzt nochmal rauszugehen, auch nicht der Play. Glaube ich. Glaube ich, ist auch nicht der Play. Diese Defensive von ihm steht halt, ne? Die steht halt. Man, das Äffchen breakt irgendwann durch. Aber erst, wenn wir Thorn bei einem Switch in den CC two-shotten. Das könnte jetzt tatsächlich schon der Fall sein. Das könnte jetzt tatsächlich schon der Fall sein. Okay, kriegen wir den Flinch? Ne, kriegen wir nicht. Okay. Okay, dann ist er natürlich, dann ist das natürlich free. Glaube, wir gehen jetzt in King. No, er teleportet. Wir scolden ihn, I guess. Oder wir teleporten auf die offensichtliche U-Turn. Allerdings, wenn er da Nasty plottet, haben wir verloren. Im Zweifel. Nee, wenn er Nasty plottet, gehen wir in Persimmon. Ja, wir teleporten. Genau. Genau, das ist gut. Das ist gut. So machen wir's. Ich habe Aegislash weggeworfen. Ich habe ihn einfach weggeworfen. Ich habe auch da Manitin weggeworfen. Gegen Typ 0 konnte ich nichts machen. Das war halt einfach an der Zeit für ihn.
Es war wirklich an der Zeit. So, und jetzt drücken wir doch hier so einen Close Combat. Jetzt drücken wir einen Close Combat. Den lebt doch so ein Jolt ja nicht, oder? Auch wenn der Full Life ist, lebt er den doch nicht. Wenn du mir jetzt erzählen willst, dass der den lebt, dann falle ich aber wirklich vom Glauben ab. Ne, tut er nicht. Crit, ja, aber ich glaube nicht, dass der gemattert hat. So, jetzt ist Jolteon tot. Ja, jetzt kommt er mit Thorn rein. Ah, jetzt kommt er mit Thorn rein, das ist gefährlich. Ja, Thorn ist nicht so geil. Da müssen wir wieder in den King raus. Tatsächlich. Also Äffchen brauchen wir hier. Der killt mit CC, Memo und Chansey und mit Rockslide und einem Flinch killen wir Thorn. Ich meine, Coco killt Thorn auch. Das ist nicht die Frage. Ein Slowking brauchen wir, um das Äffchen immer wieder reinzubekommen. Ich finde aber krass, dass er mit Chansey einfach nicht die Rocks legt. Weil ich bin mir nicht mehr sicher mit Coco, ob wir nochmal in die Rocks reinkommen. Ich weiß nur, dass wir super low waren. Und dass wir auch keine Ice Shard mehr von Memo leben. Das weiß ich auch. Genau, Nasty Plot. Ja, kann er machen. Kann er machen. Könnte mich jetzt auch killen. Theoretisch. Wir müssen teleporten. Hoffen, dass er uns weder killt noch flincht. Ja, der Plan geht auf. Das ist Glück. Da bin ich ehrlich. So, jetzt können wir halt for free auf Discharge drücken, ne? Wenn allerdings jetzt Memo reinkommt, dann war's das. Es könnte selbstverständlich auch Chansey reinkommen. Und ich glaube auch Chansey kommt jetzt rein. Deshalb doublen wir, oder? Weil doch jetzt Chansey reinkommt. Chansey kommt rein und wir doublen. Wenn nicht, haben wir verloren. Wenn ja, bleiben wir im Game. Weil wenn wir jetzt Discharge drücken auf Chansey und dann nochmal Life Orb kriegen, dann verlieren wir Coco. Ich glaube, Chansey kommt rein. Ja, genau. Chansey kommt rein. Perfekt. Perfekt. Oh, das ist gut gelaufen. Das ist gut gelaufen. Ja, you turn it in, oder? You turn it in. Der hat doch seinen Evoliten schon verloren. Der kann nicht drin bleiben auf dem CC. Wir gehen auf die U-Turn. Er kann Chansey jetzt auch nicht einfach haushoch wegschmeißen. So. Das geht auch nicht. Das ist ein sehr, sehr spannendes Game jetzt gegen Ende. Ich hatte eigentlich gedacht, nachdem ich angefangen habe, Mons wegzuwerfen, als wären es, keine Ahnung, Verpackungsmüll, dass wir das Game schon verloren hätten. Aber wir haben es tatsächlich noch gar nicht verloren. Er überlegt ziemlich lange, lässt sich ziemlich lange Zeit. Hätten wir das auf der Switch gespielt, dann hätte ich jetzt den Timer-Vorteil. Nee, passt schon. Genau, U-Turn auf Thorn. Ja, Coco. Coco. Einfach Coco. Jetzt haben wir wieder die gleiche Situation. Das ist belastend. Das ist belastend. Das ist wirklich belastend. Vielleicht nächstes Mal Rockslide drücken. Vielleicht einfach mal schlauer sein. So, U-Turn, Discharge. Was ist es jetzt? Kann halt for free für den Discharge in die beiden anderen gehen, ne? Die Kombination ist echt mies. Kann halt for free machen. Wir kriegen nochmal. Wir sterben einfach am nächsten Angriff. Wir sterben einfach am Life Orb. Ist mir gerade mal aufgefallen. So von wegen 10% und so, ne? Wir sterben einfach. Ne, wir haben gerade gedoubled. Jetzt drücken wir Discharge. Scheiße. Hätten wir nochmal machen können. Okay. Da dachte ich, dass er ein guter Spieler wäre, der das dann predicted und bestraft. Hat er nicht getan. Ist okay. Ist okay. Mit ihm rein, mit Äffchen rein und CC drücken.
Naja, mit ihm rein und U-Turn drücken. Das ist der Play. Ja. Und dann Slowking wieder hochheilen. Das ist der Play. Ja. Ja, das ist der Play. Na, ja, Nasty Plotter halt. Macht das halt. Wir dürfen hier Slowking nicht verlieren, weil wir halt gechoiced sind mit der Persimmon. Ah, oh, das spiele ich einfach. Ich habe es einfach gar nicht gut gespielt. Ich habe es einfach wirklich, wirklich nicht gut gespielt. Da kann man nichts gegen sagen. Das ist einfach, das war einfach nicht gut gespielt. Jetzt gehen wir für Rock Slide. Genau. Jetzt gehen wir nochmal für Rock Slide. Oh, ein Memo geht er. Okay. Das macht natürlich nicht den Damage des Todes. Jetzt gehen wir in Slowking. Gehen wir ins Locking. Haben wir noch eine Chance tatsächlich? Haben wir jetzt so viel Damage gemacht, dass gleich... Ja, jetzt wäre die Citrus Berry unglaublich amazing. So, jetzt bleibt er hier... Jetzt ist er hier greedy, bleibt drin. Killt uns. Ja, genau. Killt uns. Und jetzt können wir CC drücken. Und vielleicht... In einer Traumwelt können wir Thorn. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Er kann das hier ganz entspannt 2-0 gewinnen. Oh, oh! Er entscheidet sich dafür, das nochmal spannend zu machen? Okay. Okay, wenn du jetzt drin bleibst und wir Thorn killen, warum macht das denn so spannend? Also, das war ja der Giga-Missplay. Aber gut, okay, nehme ich. Nehme ich mit, nehme ich mit. So, wenn wir Thorn jetzt killen könnten. Nee, okay. Okay, wir nehmen Chansey raus. Wenn er gut ist, geht er jetzt in Thorn, schmeißt, geht dann wieder in Memo. Ja, genau. Genau, ja, genauso spielt er. Genauso spielt man es richtig, genau. So, weil jetzt ist Thorn nämlich voll. Dann gewinnt er das 1-0. Weil wir unsere Mons weggeschmissen haben am Anfang, das muss man einfach mal so sagen. Also das Äffchen hier, insane Arbeit gemacht, aber... Ja... Ist halt Giga-Bad einfach, ne? Ist halt Giga-Bad gespielt am Anfang. Heatwave, die trifft da, damit gewinnt er. GG, ja, war ein Match zum Vergessen. Ja, ich muss jetzt auch los, wie gesagt, ich bin sehr im Stress, deswegen Vorbereitung und so war auch überhaupt nicht on point. Hatte ich auch diesmal einfach keine Zeit zu. Wir müssen das in den nächsten Wochen, wenn wir aus dem Urlaub wieder da sind, wieder rausholen. Das war ein Match, was wir hätten gewinnen müssen und was wir halt einfach nicht gewonnen haben. Aber das ist dem, das ist dann jetzt eben so und ja, wir sehen uns. Macht's gut. HD, ciao.